Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Europa ist eine der größten Errungenschaften der Neuzeit. Mit Frieden, mit Freiheit, mit Wohlstand für über 500 Millionen Menschen auf diesem Kontinent. Und wir wollen, dass das so bleibt. Aber dafür muss sich einiges ändern. Wir müssen bereit sein, Europa weiterzuentwickeln, denn die Rahmenbedingungen in unserer unmittelbaren Nachbarschaft und in der Welt haben sich verändert. Und die bisherigen Triebfedern der europäischen Einigung waren die Versöhnung nach dem Krieg, die dauernde Befriedung dieses Kontinents und die Schaffung von Wohlstand für alle. Und heute kommen Europas Herausforderungen maßgeblich auch von außen. Mit neuen internationalen Krisenherden und Zerfall von Staatlichkeit bis an unsere Grenzen, mit neuen Playern in einer globalisierten, in einer digitalisierten Welt und einem massiven Migrationsdruck aus dem Süden und aus dem Osten. Das verändert die Vorzeichen für das Friedens-, Freiheits- und Wohlstandsprojekt Europa. Außerdem steht Europa in einer Vertrauenskrise. Mit Großbritannien verlässt die drittgrößte Volkswirtschaft Europas die EU. Gut jeder dritte EU-Abgeordnete ist mittlerweile nicht mehr Pro-Europäer, sondern EU-Skeptiker. Und für viele Menschen ist die EU kein Symbol für Zukunft, sondern für Zentralismus, überflüssige Regulierung und Umverteilung. Der Frieden wird leider als selbstverständlich hingenommen. Und als überzeugte Pro-Europäer dürfen wir uns damit nicht abfinden. Deshalb sagen wir ganz klar, ein Weiter-so darf es in Europa nicht geben. Wir wollen mehr Europa in den großen Fragen, in der Verteidigung, in der Außengrenzen, im Außengrenzenschutz, in der Forschung und weniger Europa im Kleinen. Wir wollen ein Europa, in dem die Menschen den Mehrwert der Europäischen Union spüren. Wir wollen ein Europa, in dem vieles besser, aber nicht alles gleich ist. Und das ist unser Ziel. Der mehrjährige Finanzrahmen 2021 bis 2027, mit dem die Staats- und Regierungschefs sich auf der kommenden Tagung beschäftigen werden, ist ein wichtiger, richtiger Schritt auf dem Weg, diese Ziele zu erreichen. Und für den EU-Haushalt muss das Gleiche gelten, was wir in Deutschland praktizieren seit 2005, seit CDU und CSU die Bundesregierung führen: Prioritäten setzen, Zukunftsaufgaben angehen, Maß halten und Ausgaben begrenzen. Und eines ist klar: Wenn Europa kleiner wird, sollte das Budget nicht größer werden. Die EU kann Maß halten. Und das ist das Signal, das die Menschen von Europa auch erwarten. Und in einem zweiten Schritt müssen wir dann im EU-Haushalt die richtigen Prioritäten setzen und die Probleme adressieren, die die Menschen wirklich bewegen. Denn wenn wir die EU-Bürger fragen, was die größten Probleme in Europa sind, dann sagen sie mit weitem Abstand: Einwanderung, 39%. Terrorismus, 38%. Und auf den Plätzen 3 und 4 folgen dann wirtschaftliche Lage, 17%, und öffentliche Verschuldung in den eigenen Mitgliedstaaten, 16%. Das sind die größten Sorgen der Menschen. Diese Sorgen müssen wir ernst nehmen. Diese Sorgen müssen wir die Agenda in der EU mitbestimmen lassen. Diese Sorgen müssen wir im Finanzrahmen adressieren. Und das heißt ein klarer Fokus auf öffentliche Sicherheit, auf Terrorismusbekämpfung und auf Verteidigung. Ein klarer Fokus auf die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und klarer Fokus auf solides Haushalten. Und so machen wir die Europäische Union wieder stark. So sorgen wir dafür, dass die EU wieder an Akzeptanz gewinnt bei den Menschen vor Ort. Das war übrigens auch unser Ziel in den Koalitionsverhandlungen. Und das haben wir auch erreicht. Unsere Europapolitik steht dabei auf 3 Säulen: Stabilität, Sicherheit und Subsidiarität. Stabilität: Der von SPD, CDU und CSU verhandelte Koalitionsvertrag enthält ein klares Bekenntnis zum soliden Haushalten und zum Stabilitäts- und Wachstumspakt. Unsere Haltung ist dabei sehr klar. Wir wollen eine Stabilitätsunion und keine Schuldenunion. Wir wollen Stärke durch Eigenverantwortung, keine Abhängigkeiten von Umverteilungen. Und deshalb gibt es in diesem Koalitionsvertrag keine Eurobonds, keine europäischen Finanzausgleichsmechanismen, keinen europäischen Finanzminister und keine europäische Wirtschaftsregierung. Und das ist auch richtig so. Und die zweite Säule: Sicherheit. Das Sicherheitsbedürfnis in Deutschland und in ganz Europa war noch nie so groß wie heute. Und wir brauchen deshalb eine aktive Sicherheitsoffensive für die Europäische Union.
Das hat die Bundeskanzlerin zu Recht in ihrer Regierungserklärung deutlich gemacht. So müssen wir auch unsere Wehrfähigkeit verbessern und den Weg zu einer europäischen Verteidigungsunion konsequent weitergehen. Die jetzt vereinbarte ständige strukturierte Zusammenarbeit PESCO war überfällig. Und die europäische Verteidigung ergänzt und stärkt die NATO. Sie macht Europa strategisch autonomer und schafft mehr Sicherheit. Und die PESCO-Teilnehmer erklären auch, regelmäßig ihre Verteidigungsbudgets real erhöhen zu wollen. Wir als CSU und die Union insgesamt halten das für richtig und unbedingt erforderlich. Und das 2-Prozent-Ziel ist dabei der richtige Orientierungspunkt. Und sehr geehrter Herr Lindner, wenn wir über die letzten 12 Jahre sprechen, sollten wir nicht vergessen, dass sich in diesen 12 Jahren die außenpolitischen Rahmenbedingungen erstens massiv verändert haben und dass zweitens Sie 4 Jahre bei diesen 12 Jahren mit dabei waren. Und ich glaube, wir sind uns einig, dass wir jetzt wissen, dass gute Ausrüstung und europäische Verteidigung notwendig ist und dass das nur geht mit entsprechenden echten Investitionen. Und die Trendwenden dazu haben wir in den letzten 4 Jahren eingeleitet und wir müssen jetzt Gas geben und diese konsequent verfolgen. In der EU muss schließlich gelten, ohne sichere Grenzen nach außen, keine offenen Grenzen nach innen. Und bis der Schutz der Außengrenze gewährleistet ist, müssen Binnengrenzkontrollen weiterhin möglich sein. Und wir müssen Frontex weiter stärken und zu einer echten europäischen Grenzschutzpolizei ausbauen. Auch das hat dankenswerterweise die Bundeskanzlerin ganz besonders deutlich gemacht. Und unsere Integrations- und Aufnahmefähigkeit hat auch eine Grenze. Und diese Grenze müssen wir auch politisch abbilden. Es ist nicht akzeptabel, dass Deutschland mehr Flüchtlinge aufnimmt als alle anderen 27 Staaten zusammen. Eine Reform der Dublin-Verordnung darf deshalb nicht dazu führen, dass diese ungleichen Lastenverteilungen sich noch verschärfen. Verteilung allein ist dabei keine Lösung für den Flüchtlingsstrom. Wir brauchen harmonisierte Standards bei der Versorgung und Unterbringung von Asylbewerbern, einen wirksamen Schutz der Außengrenze und effiziente Rückführungen direkt vor Ort. Und der Grundsatz muss sein, wer wirklich bedroht ist, dem wird in Europa geholfen. Wer aber aus rein wirtschaftlichen Gründen kommt oder dessen Fluchtgründe nachhaltig entfallen sind, der muss auch wieder zurück. Und die dritte Säule ist die Subsidiarität. Wer in Europa unsere Zukunft sieht, muss die Menschen mitnehmen und darf deren Bereitschaft zur Solidarität nicht überdehnen. Die EU ist als reines Projekt der mobilen, der kosmopoliten Eliten nicht mehrheitsfähig. Europa muss mit den Menschen auf der Straße geeint werden und nicht mit denen in den Konferenzräumen. Die Menschen sind stolz, Bayern zu sein, Franken, Schwaben, Hanseaten, Deutsche, Österreicher, Franzosen, Spanier. Das muss respektiert und das muss gewertschätzt werden. Dem europäischen Zentralstaat erteilen wir deshalb eine klare Absage. Aber eine klare Absage erteilen wir auch denen, die glauben, dass die Zukunft darin besteht, Europa rückabzuwickeln. Das führt ins Verderben, meine Damen und Herren. Das dürfen wir nicht zulassen. Wir wollen ein Europa, das sich auf die Kernaufgaben konzentriert, die wir gemeinsam besser lösen können als jeder nationale Mitgliedstaat alleine. Wir wollen ein Europa der Bürger, der Nationen, der Regionen und der Vielfalt. Wir wollen ein schlankes Europa der Stärke. Dafür kämpfen wir heute und in den nächsten Jahren. Herzlichen Dank. Nächster Redner ist der Vorsitzende der AfD-Fraktion, Dr. Alexander Gauland.